Herr Löwe, vielen Dank, dass Sie uns zur Verfügung stehen, uns unterstützen wollen. Sie wurden 1952 hier in Frankfurt geboren, haben auch bei uns an der Goethe-Universität studiert, und zwar Rechtswissenschaften. Sie haben aber, wenn ich das richtig gesehen habe, wahrscheinlich schon relativ früh gar nicht die Absicht gehabt, als Anwalt oder Richter oder sowas zu arbeiten. Sie haben während Ihres Studiums privat Klavierunterricht genommen, haben als freier Mitarbeiter als Musikkritiker für die FAZ geschrieben, wurden dann hinterher auch fester Musikkritiker FAZ. Sie haben bei dem Hessischen Rundfunk im HR2-Programm erst als freier Mitarbeiter, dann als Musikredakteur gearbeitet, waren verantwortlich für die Berichterstattung von den großen Festspielen Bayreuth, Salzburg und sind dann 1990 an die Oper Brüssel gegangen, haben dort über 10 Jahre erfolgreich gearbeitet, haben seit 2003 einen Vertrag hier in Frankfurt an der Oper als Intendant, der auch mehrfach verlängert wurde, und sie bleiben unserer Stadt bis mindestens 2018 erhalten, wenn der aktuelle Vertrag eingehalten wird. Die erste Frage, die ich Ihnen stellen muss, das ist ein bisschen untypisch, aber in Ihrem Fall war ich mir selber nicht sicher, als was ich Sie hier vorfinde. Finde ich Sie vor als Künstler oder finde ich Sie vor als Manager und Geschäftsführer eines Unternehmens? Ich denke, da kommt alles zusammen. Wir sind ja hier nicht nur Intendant, künstlerischer Intendant, sondern auch Geschäftsführer. Das heißt, wir müssen das Geld kontrollieren, wir müssen mit dem Geld auskommen, das die Stadt uns zur Verfügung stellt, plus Einnahmen, die wir gerieren. Aber ich fühle mich schon zu 50% als Künstler, nicht als einer, der tatsächlich auf der Bühne steht und singt oder im Orchestergraben sitzt und ein Instrument spielt, sondern als einer, der in sehr großer Voraussicht Spielpläne entwirft, überlegt, zu welcher Oper passt welcher Regisseur, der die Sänger engagiert, der sehr viel herumfährt, der eine intuitive Art haben muss, wer passt zu wem. Und insofern, ich würde es nie laut sagen, aber ich denke schon, da gibt es ein gewisses künstlerisches Potenzial. Wenn Sie sich überlegen, welcher Regisseur könnte wozu passen, welche Sänger würde ich gerne sehen, dann brauchen vermutlich diese Personen auch von Ihnen Führung in irgendeiner Form, weil Sie sind ja dann sozusagen derjenige, der auch einstellt oder Verträge ausfertigt, ja, Gagen verhandelt. Ist das schwierig in Ihrem Bereich? Also ich glaube, man muss da differenzieren. Es gibt den Intendanten, der nach außen wirkt, und denjenigen, der nach innen wirkt. Also wir haben ja Festangestellte, die ich zum Teil auch auswähle, überwiegend auswähle. Und wir haben Gäste, die wir engagieren. Wir werden beurteilt von der Presse, aber ich denke mal, werde auch beurteilt hier im Haus von den Mitarbeitern. Das ist ganz klar. Es ist die große erotische Qualität oder die erotische Lust, die da einen überkommt, zu überlegen, wer passt zu wem und mit welchem kann ich welche Oper machen. Es gibt Opern, es gibt Regisseure, die bereit sind, sich sehr zu öffnen, die ein etwaiges Konzept mit mir beratschlagen, ebenso Bühnenbildner, Kostümbildner. Es gibt andere, die lassen sich sehr spät in die Karten schauen, die empfinden jeden Kommentar schon als Einflussnahme auf eine freie künstlerische Leistung. Ich glaube, man muss eine quasi freundschaftliche Beziehung aufbauen zu den Künstlern, die in diesem Hause arbeiten, die es dann ermöglicht, offen, frei, auch durchaus kritisch über Projekte zu sprechen. Sie haben ja nicht nur künstlerische Mitarbeiter, sondern auch Verwaltungsmitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die Sie führen müssen. Sehen Sie da einen großen Unterschied in der Art, wie Sie mit den Personen umgehen müssen oder können? Also die eigentliche Verwaltung obliegt ja dem Geschäftsführer für zentrale Dienste, wie es heißt, und Technik und Verwaltung. Ich engagiere die Mitarbeiter im künstlerischen Betriebsbüro, hier im 7. Stock, also Abonnementsystem, Marketing, Sponsoring, Mitarbeiter, Sekretärinnen, Pressemitarbeit
und Regieassistenten, musikalische Assistenten, Dirigenten. Das heißt, das Kerngeschäft der Verwaltung obliegt einer anderen Sparte hier. Aber natürlich gibt es auch in den eben beschriebenen Sparten nicht die reinen Künstler, die ich zu engagieren habe. Es gibt sehr viele Bewerbungen. Es gibt in der Regel ein Gefühl, den lädst du dazu ein, den lädst du dazu nicht ein. Es gibt Gespräche und ich bin jemand, der relativ schnell sich festlegt, weil er glaubt, dass schnell gezeigtes Vertrauen sich aus wieder positiv rückwirkt. Wenn ich einem jungen Mitarbeiter nach nur einem Gespräch sage, ich melde mich innerhalb einer Woche bei dir und der kriegt da den Zuschlag, der empfindet das ich will nicht sagen Geschenk oder vom Himmel, aber der will es mir dann beweisen, dass diese Entscheidung richtig war. Insofern eiere ich da nicht lange rum, sondern folge eher meinem Instinkt und meinem Gefühl. Was ist für Sie gute Führung in so einem Opernhaus? Gute Führung. Ich glaube, gute Führung ist die, die man nicht spürt. Also ich bin jemand, der eigentlich Dinge relativ lange in Anführungszeichen treiben lässt, der aber dann, wenn er spürt, es geht in die falsche Richtung, dann auch sehr schnell die Zügel wieder anziehen kann. Ich lebe ein bisschen in der Illusion, dass Klugheit, ein bisschen Lebensweisheit innerhalb der ganzen Mitarbeiter dazu führt und Liebe zum Haus, das ist ganz wichtig, Identität mit dem Haus, dass sich Lösungen wie selbstverständlich dann einstellen. Das ist nicht immer der Fall. Und wenn es sein muss, muss ich dann den ziemlich autoritären Hansel hier spielen, was immer mal sein muss, doch verhältnismäßig selten, weil nur ein Gespräch unter vier Augen, das dann zu führen ist, manchmal ganz schnell die Situation bereinigt. Ich sage manchmal auch im Kreise von Politikern, wir haben hier die Chance, eigentlich zu demonstrieren, wie die Welt funktionieren könnte. Wir haben ja alle Internationalitäten. Es ist also wirklich eine ganz offene Gesellschaft. Ich glaube, in unserem Sängerensemble von ca. 35 Festangestellten sind gerade mal 3 bis 4 Deutsche. Sie kommen aus allen Teilen der Welt. Das betrifft auch die ganzen Assistenten, szenische Assistenten, musikalische Assistenten, Dirigenten, Regisseur. Also es ist ein Multikulti-Haus. Und manchmal sage ich, ich bin sowas wie der Bundeskanzler und mein Chefdirigent ist vielleicht der Außenminister. Und so kann man eigentlich die ganze Regierung hier abbilden. Wir sind aber nicht so groß wie die ganze Welt. Wir haben die Chance, bei vielleicht 500, 600 Mitarbeiter in der Opern, vielleicht über 1000, wenn man die städtischen Bühnen insgesamt nimmt. Das ist noch überschaubar. Und wir haben die Chance zu zeigen, dass schwul oder nicht schwul egal ist, dass die Hautfarbe egal ist, dass die Religion egal ist, dass die Leidenschaft wichtig ist, zusammen etwas zu machen. Natürlich für einen selbst, aber in erster Linie für ein Publikum. Und das versuche ich immer mal wieder ins Bewusstsein zu rufen. Und ich glaube, den meisten Mitarbeitern ist das auch klar. Mir fällt gerade ein, was jetzt zum Beispiel das Thema Hautfarbe angeht, hat der DFB das natürlich auch versucht, mit den Werbemaßnahmen der Nationalmannschaft, die wissenschaftlich gesehen nicht ganz so eindeutig positive Effekte haben. Aber worauf ich hinaus will, ist, der Fußball hat natürlich ein größeres Publikum. Das heißt, wie sehen Sie Ihre Möglichkeiten mit guter Führung und dann auch guter Produktion, guter Arbeit, guten Aufführungen, ein großes Publikum auch davon zu überzeugen, dass das so ist? Ich glaube, wenn wir aufs Jahr gesehen ca. 200.000 Zuschauer haben, dann können Sie natürlich sagen, dass das Waldstadion oder die jetzige Commerzbank Arena, die kommt auf so eine Zahl mit 5 Spielen. Es geht aber auch, glaube ich, dann ein bisschen um die Qualität des Publikums und über die Art, wie Meinung transportiert wird in einer Stadt. Denn es ist ja so, wenn wir eine gute Premiere rausbringen, dann geht das wie ein Lauffeuer durch die Stadt. Und selbst Menschen, die uns nicht besuchen, wissen,
darüber, dass es uns gibt und wissen, wofür wir stehen. Also ich glaube schon, dass ein gewisser Multiplikationseffekt da eintritt. Was mir besonders gefällt in diesen Jahren in Frankfurt, und vielleicht bin ich sogar ein bisschen stolz drauf, ist dieses Zusammengehörigkeitsgefühl, das entstanden ist zwischen dem Opernhaus und seinem Publikum, kann man sagen. Und dieses Publikum ist ja kein Frankfurter Publikum. Wir wissen ja, dass über 60% unseres Publikums von außerhalb kommt. Es ist ein Publikum mit einem Einzugsgebiet, man kann sagen, bis 100 Kilometer in alle Richtungen. Es ist... Ich sehe uns wie eine Spinne mit den Fäden und ich will nicht sagen, wir fressen unsere Opfer, aber die Oper Frankfurt hat sich unglaublich etabliert in den letzten Jahren als ein Hort der Gemeinsamkeiten, der dort, wo man seine Interessen gemeinsam pflegt. Und ich glaube, dieses Moment der Gemeinsamkeit ist sehr wichtig. Man könnte ja auch zu Hause bleiben und sich eine CD auflegen oder eine DVD anschauen. Man unternimmt heutzutage, deshalb ist das Thema Kultur noch lange nicht abgewirtschaftet, man unternimmt Anstrengungen, um an einem Ort mit anderen zusammen etwas zu erleben. Und das haben wir doch sehr gefördert bei einer Auslastung, die momentan bei 88% liegt, bei nur ausverkauften Vorstellungen jetzt im letzten Monat, können wir nicht so viel falsch gemacht haben. Also ich glaube schon, in der Zeit, wo es heißt, jeder denkt nur für sich, jeder denkt nur an seinen eigenen Vorteil, Ellbogengesellschaft, schnell mit dem Studium fertig werden, schnell in irgendeinen Job rein, in einer Zeit, wo man diese Anstrengungen unternimmt, um das Gegenteil eigentlich darzustellen, zusammen mit anderen Leuten etwas zu machen, etwas zu teilen quasi. Da kann die Kultur sehr wichtig sein, dieser Gesellschaft. Wir waren vorhin beim Thema Führung. Was ist sozusagen gute Führung? Daran anschließend, glauben Sie, dass man das lernen kann? Haben Sie gelernt sozusagen, vernünftiger Intendant zu werden oder bringt man das? Ich bin ja eigentlich eine verkrachte Existenz, wenn man es auf den Punkt bringt. Ich war ein frustrierter Jurastudent. Ich wusste, dass die Berufe, die Sie vorhin erwähnt haben, mir keine große Freude machen werden. Ich saß von meinem 16. Lebensjahr an eigentlich fast allabendlich im Theater, in der Oper, im Konzertsaal. Wenn ich einen Sänger oder einen Schauspieler im damaligen Künstlerkeller unter diesem Kloster gesehen habe, aus 10 Meter Entfernung, ist mir die Gänsehaut gekommen. Ich hatte die Sehnsucht danach, ich wusste nicht genau, wie ich da hinkomme. Und wenn man mir gesagt hätte, du wirst mal Dramaturg, hätte ich gedacht, das ist ein Segen. Dass es dann so gekommen ist, vielleicht hängt es tatsächlich damit zusammen, dass ich da gewisse Qualitäten habe. Ich bin sehr neugierig auf Menschen. Ich bin auch eigentlich sehr harmoniebedürftig. Ich habe keine sehr angenehme Jugend gehabt. Das Theater war auch eine Flucht bei mir. Zu Hause, mein Vater hat 5 Selbstmordversuche gemacht. Meine Mutter musste mit Mitte 50 anfangen zu arbeiten, um die Familie über die Runden zu bringen. Ich habe mit 16 eigentlich angefangen, Eilbriefe mit dem Fahrrad bei der Post auszutragen, noch vor der Schule. Ich habe also sehr früh für mich selbst gesorgt und das Theater war für mich ein Hort der Familie. Insofern habe ich dieses Familiengefühl vielleicht manchmal vermisst in meiner Jugend und habe es mir auf diese Weise zurückgeholt. Ich bin für viele hier jetzt auch sowas wie so der väterliche Freund. Also die Tür ist ja immer offen, jeder kann zu mir reinkommen und mir seine Probleme schildern. Nicht jeder geht glücklich wieder aus dem Zimmer raus, aber es gibt auf jeden Fall einen Austausch, der ist jederzeit möglich. Ich bin ein Intendantentyp, der auch oft mittags in der Kantine sitzt
weil er auch die Atmosphäre schnuppern will. Wie ist die Stimmung im Haus? Natürlich sind die meisten freundlich zu mir und beschweren sich nicht bei mir über irgendwelche Dinge. Aber ich glaube, viele wissen auch, dass sie zu mir kommen können und dass sie sich nicht verstellen müssen, gerade in der Kantine. Also dieses Gefühl von Harmonie ist schon für mich sehr wichtig, obwohl ich weiß, dass auch aus der Disharmonie Qualität entstehen kann. Und insofern ist es nötig, dass wir auch Dinge aufbereiten, Produktionen aufbereiten, die vielleicht dann doch nicht so gelungen sind, wie wir uns das gewünscht hätten. Also ich bin eigentlich so der Typus des Intendanten zum Anfassen, der aber von einem bestimmten Punkt an genau weiß, was er will und dann auch von dieser Position aus in der Lage ist, Dinge umzusetzen oder zu ändern. Einer meiner Vorbilder war sicherlich Gérard Mortier, der momentan in Madrid Intendant ist, der mich damals nach Brüssel geholt hat, der mich von meinen Anfängen gekannt hatte. Anfang der 20er Jahre war Mortier hier Betriebsdirektor in der Ära Dohnányi. Und ich habe mit ihm mal geredet über Macht und über die Eitelkeit von Intendanten, und der wird da Intendant und der springt alle 3 Jahre weiter, weil er irgendwann in einem großen Haus Intendant sein will. Und er sagte mir damals, ich möchte diese Macht haben, weil ich dann Dinge umsetzen kann, von denen ich glaube, dass sie richtig sind. Und wenn ich sie zum Positiven beeinflussen kann, dann ist Macht doch was Gutes. Das habe ich immer so ein bisschen im Hinterkopf behalten. Und ich bin froh, dass ich aus der Position heraus jetzt doch, ich bin nicht übermächtig, aber ich kann einfach Dinge machen, an die ich glaube. Ein Vorbild genannt. In der Art, wie Sie mit Mitarbeitern umgehen, haben andere Vorbilder Sie da inspiriert oder vielleicht auch Menschen, die Sie gar nicht persönlich kennengelernt haben, irgendwie ein Beispiel gegeben? Also ich habe ja über 11 Jahre beim Hessischen Rundfunk gearbeitet und damals hat mich der damalige Abteilungsleiter Leo Karl Gerhards dort reingeholt. Da hatten sich über 50 Musikwissenschaftler für diese feste Redaktionsstelle beworben. Er hat mit mir einen Test am Mikrofon gemacht, das ging gut. Man wollte damals Redakteure haben, mehr und mehr, die auch am Mikrofon die sogenannte elitäre, ernste Musik verkaufen können. Also nicht mehr diese klassischen Vorbilder. Sie hören jetzt die Sinfonie Nummer 48, die Satzbezeichnungen lauten, sondern sie wollten Redakteure, die etwas lockerer auch ernste Musik rüberbringen können. Und da sah man bei mir eine gewisse Chance. Tatsächlich war es dann so, dass das Rotlicht in einer Live-Sendung mich immer eher beruhigt und belustigt hat, als nervös gemacht hat. Ich weiß nicht, woher das kommt. Davor war ich schon immer sehr nervös, aber dann überhaupt nicht mehr. Und ich denke, Leo Karl Gerhards, der auch ein äußerst sanfter Intendant war, der wird mich sicherlich auch beeinflusst haben. Ich habe die Passion gesehen, das ist für mich ganz wichtig. Gerade im Theater erwarte ich Mitarbeiter, die nicht auf die Uhr schauen, die Arbeit machen und zwar mit einer gewissen Lust machen, die auch abends in Vorstellungen gehen und nicht nur in die Premiere, die ähnlich wie ich die Weiterentwicklung einer Produktion verfolgen. Also diesen Schuss Wahnsinn von bei Mitarbeitern, den erwarte ich. Ohne das, wir sind kein bürokratischer Laden hier, ohne das geht es hier nicht. Sie haben gerade gesagt, wenn Aufführungen mal nicht so ankommen, wie man das sich erhofft oder erwartet, dann bereiten Sie das auf. Wie machen Sie das konkret? Holen Sie da nochmal alle zusammen oder holen Sie eine Kernmannschaft zusammen, mit denen man dann durchgeht? Was kann man beim nächsten Mal besser machen? Weil es gibt ja kein nächstes Mal für eine konkrete Aufführung in der Zusammensetzung. Ja. Also da kritisiere ich mich selbst ein bisschen, weil man müsste das eigentlich kategorisch bei jeder Produktion machen. Als wir hier vor 10, 11 Jahren anfingen, in dieser personellen Struktur, die jetzt vorhanden ist, es gab ja ganz wenige Wechsel, haben wir das auch gemacht. Das ist jetzt ein bisschen aus dem Ruder gelaufen oder in Vergessenheit geraten. Ich selbst, da ich ja auch lange Jahre Journalist war und Dinge kritisch verfolgt habe, maße mir an, durchaus kritisch auch auf die Dinge zu schauen. Man bespricht sich mit 2, 3 Freunden, mit Menschen, die gar nicht hier arbeiten, zum Teil Journalisten waren,
Man bespricht sich mit dem Kern, mit sicherlich dem Generalmusikdirektor, sicherlich auch mit Mitarbeitern im künstlerischen Betriebsbüro und auch mit dem einen oder anderen Dramaturgen. Dies geschieht aber jetzt nicht in Sitzungen, wo wir brüten, sondern en passant, kann man sagen. Und vielleicht ist das ein Defizit, das wir hier haben. Dennoch wage ich zu behaupten, dass ich bin jetzt 60 geworden, ich habe fast 7000 Vorstellungen in meinem Leben gesehen. Ich schreibe mir die auf seit 1968 mit der Schreibmaschine, die ich jetzt gerade Gott sei Dank irgendwo wieder gefunden habe. Dachte, es gibt gar keine mehr. Das ist schon ein Moment der Reflexion. Ich habe das ja oft erlebt, auch schon als Schüler. Was aufzuschreiben bedeutet ja automatisch, man denkt über etwas nach. Und es bleibt vielleicht sogar etwas hängen. Also diese kritische Betrachtung ist bei mir geblieben. Sie ist aber nicht so geordnet oder selbstverständlich, wie man das vielleicht erwarten könnte. Wie ist es denn umgekehrt? Ich meine, vermutlich wird es eine Premierenfeier geben nach einer Aufführung, aber zelebrieren Sie den Erfolg auch mit Ihren engen Mitarbeitern ganz bewusst? Nein, also wir haben... ich bin eigentlich derjenige, der bei sogenannten riesigen Erfolgen sagt, Leute, wieder zurück, bitte zur Normalität. Und andere so bei sogenannten Riesenflops, die wir Gott sei Dank nicht so häufig hatten, sagt, so schlecht war es vielleicht doch nicht. Also ich glaube, die Extreme versuche ich ein bisschen auszubremsen. Wir haben hier eine sehr schöne Premierenfeier, die, behaupte mal, die schönste in ganz Deutschland, weil unser Publikum da bleiben kann. Es wird sogar warm bekocht. Es gibt ein wunderbares warmes Buffet. Da geht kaum einer nach Hause nach einer Premiere und wir zelebrieren ein bisschen mehr auf dem sogenannten Holzfoyer in unserem Foyer dann mit dem Produktionsteam, mit den Sängern, mit den Managern, die angereist sind, mit den Freunden des Hauses, mit dem Kuratorium, mit eventuellen Repräsentanten der Stadt Frankfurt. Da wird schon die Premiere grundsätzlich bei uns in einem sehr schönen Ambiente gefeiert. Aber es wird gefeiert, dass ein Projekt, das man 2-3 Jahre lang vorbereitet hat, geboren wurde. Ich in meiner Premierenrede, die da immer stattfinden muss, auf die man, glaube ich, sogar wartet, also wenn die nicht käme, würde man sich sehr wundern, wo ich auch ein bisschen ironisch bin, wo ich ein bisschen flapsig bin. Darf natürlich in solchen Situationen nicht in kritische Details gehen oder einem Regisseur praktisch vor die Nase binden, das war nichts. Ich muss dann Worte finden, wonach man mich versteht, ohne dass ich alles ausspreche und das alles in einer entspannten Art, glaube ich, rüberbringen. Das scheint uns zu gelingen, aber wir liegen uns jetzt nicht tagelang in den Armen, wenn wir der Meinung sind, wir haben was Tolles gemacht. Im Übrigen muss ich sagen, nach vielen Jahren, wo ich mich doch hin und wieder über Musikkritiken und Presse etwas geärgert habe, das gehört vielleicht auch dazu, dass man sich manchmal falsch beurteilt sieht, gelingt es mir doch in der Vergangenheit mehr und mehr, das distanzierter zu betrachten. Und ich habe mich auch schon geärgert über sehr gute Kritiken über unsere Aufführung, weil dort Dinge gesehen wurden, die gar nicht beabsichtigt waren durch den Regisseur. Aber ich glaube, je älter ich werde, desto mehr gelingt mir da ein bisschen mehr Distanz. Ein bisschen ärgere ich mich immer noch, aber insgesamt muss ich sagen, kann ich mit dieser kritischen Betrachtung doch inzwischen leben. Darf ich da noch mal fragen, für mich als Laie ist es immer schwer vorstellbar, was man als Intendant dann in einer laufenden Produktion noch beeinflussen kann, aber haben Sie die Möglichkeit, oder als Team, kann man da nach einer Premiere, die vielleicht nur zu 80% gelungen ist, noch mal was rumreißen, ändern? Eigentlich nicht. Man kann, in der Regel ist der Ablauf so, man bestellt ein Team, es gibt Gespräche natürlich dann, in welche Richtung sollte die Regie gehen. In der Regel ist aber die Kunst tatsächlich frei. Dann wird ein Modell präsentiert, circa ein Dreivierteljahr vor der Premiere, ein Modell des Bühnenbildes. Da kann der Intendant oder der technische Direktor in dem Sinne eingreifen, indem er sagt, das wird zu teuer oder
Die Sichtweisen sind schlecht, die Leute im dritten Rang werden überhaupt nichts sehen. Oder ästhetisch ist das problematisch oder das geht vielleicht nicht auf aus den und den Gründen. Dann wird eine Bühnenprobe gemacht, also das Modell wird praktisch entweder in diesem Zustand oder schon etwas variiert auf die große Bühne übertragen. Und mit angedeutetem Bühnenbild sozusagen, da kann man das nochmal überprüfen. Und es gibt Regisseure, die stur ihren Weg gehen. Es gibt andere, die zu mir kommen und sagen, was hältst du davon? Es gibt Situationen, wo ich sage, das funktioniert nicht. Dennoch, ganz selten fühle ich mich in der Lage zu sagen, das kommt so nicht rüber, weil die Gefahr, dass eine Produktion platzt, ist natürlich auch da. Sie ist angekündigt in der Jahresbroschüre. Ich ärgere mich dann und das kommt auch hin und wieder vor, dass ich einem Regisseur, einem Bühnenbildner sage, das funktioniert nicht aus den und den Gründen und sie sagen diesen klassischen Satz, du wirst schon sehen, das geht auf und es kommt die Premiere und es ist nicht aufgegangen. Und dann meinen Zorn zu unterdrücken bei einer Premierenfeier, das fällt mir manchmal etwas schwer, aber auch da muss es halt in irgendeiner Weise möglich sein. Aber das kann natürlich dann die Konsequenz haben, dass man sagt, man lädt diesen Bühnenbildner nicht mehr ein. Das ist dann die Konsequenz letztlich. Meine letzte Frage ist die Frage nach Werten in unserer Gesellschaft, aber vielleicht auch in so einem Haus. Vertreten Sie besondere Werte? Haben Sie so etwas? Firmen machen das ja, dass sie sich ein Leitbild geben. Das steht dann irgendwo im Eingangsfoyer, sind die fünf Mission Statements und mehr oder weniger wird danach gelebt. Gibt es sowas hier auch oder versuchen Sie es auf andere Art? Also ohne, dass ich es groß ausspreche, glaube ich schon, dass so Dinge, Fragen von Ehrlichkeit, von Wahrhaftigkeit, von Ehrlichkeit im Umgang miteinander für mich sehr wichtig sind. Ich weiß gleichwohl, dass ein Theater der Prototyp des Geschwätzes ist. Also dort, wo drei Menschen zusammenkommen, redet man natürlich über einen anderen, manchmal lange auch zwei. Und ich darf eigentlich gar nicht die Gerüchte, die existieren, ernst nehmen oder denen folgen. Ich habe mir angewöhnt zu sagen, alles, was man mir ins Gesicht sagt, mit dem beschäftige ich mich. Alles andere, was ich um drei Ecken höre, der soll das, dem und so weiter, nehme ich nicht zur Kenntnis. Insofern lasse ich mich nicht anstecken von solchen Stimmungen im Haus. Also hausintern wünsche ich mir, dass wir ehrlich miteinander umgehen und dass jeder, der sich nicht ehrlich behandelt fühlt oder betrachtet sieht, zu mir kommen kann und sich beschweren kann. Und ich bin eigentlich immer, das ist auch ein Thema an der Oper an sich, das Individuum gegen die Masse, Peter Grimes zum Beispiel. Ich bin aus einem Reflex heraus immer bereit, jemanden zu unterstützen, wo ich spüre, da braut sich was zusammen, da gibt es eine Gruppe, die gegen ihn arbeitet. Entwickle ich so einen Gerechtigkeitssinn, zunächst mal den Kleinen zu beschützen. Insofern haben diejenigen dann auch wenig Chancen, die hier so eine Art Mobbing betreiben wollen gegen eine Person. Diese Person wird dann eher stärker. Das ist so, ob es richtig ist, eine andere Frage, aber das hat sich bei mir so herauskristallisiert. Was die künstlerische Seite angeht, glaube ich schon, dass wir so etwas wie eine moralische Anstalt sein sollten. Es gibt Intendanten, die dieses Wort strikt ablehnen. Ich bin der Meinung, dass wir die Chance haben, an einem Abend, ich will nicht sagen, die Menschen besser zu machen, aber doch zu denkenden Menschen machen können, zu reflektierenden Menschen machen können, nach Hause entlassen können und mit Fragen, die wir gestellt haben, wir können nicht immer die Antworten geben, aber wir können zumindest, das ist die Hoffnung, die Menschen etwas sensibler machen und dass sie mehr nicht nur der Ratio folgen, sondern vielleicht auch einem Gefühl in ihrem Leben. Beides ist wichtig. Ich fand, das war ein sehr schönes Schlusswort, Herr Löwe. Haben Sie vielen Dank. Danke Ihnen.